Hey Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge von F122 Event Rocken. Und zwar rocken wir heute hoffentlich das Event. Ich würde gerne in die Top 100 kommen, das wäre so mein Ziel. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie viele überhaupt mitgefahren sind in dem Event bis jetzt. Das Event ist in Miami und es sind 10.800 Leute mitgefahren. Also ist, denke ich mal, Top 100 möglich. Was bräuchte man für Top 100? Man bräuchte, um den 100. Platz zu belegen, 432.000 Punkte, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Und wir starten erstmal das Event. Meine Fahrhilfen sind alles aus, außer die Ideallinie. Aber Ideallinie bin ich mir gerade auch am abgewöhnen. Und Getriebe auf manuell. Ich fahre mit Lenkrad, by the way, falls sich irgendwer das fragt. Wir fahren nicht gegen 110er KI. Ich würde sagen, wir starten das Event erstmal auf 90. Und ja. Dann können wir auch direkt zum Event gehen. Wünscht mir Glück. Dass ich das hinkriege. Ich weiß noch gar nicht, wie das Event aufgebaut ist. Ich gehe da jetzt zum ersten Mal rein. Das Video wird. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich sowieso schon sehen. Lassen wir es erstmal laden. Die Formel 1 ist im Sunshine State angekommen und wir freuen uns auf atemberaubende Sonnenuntergänge, sanfte Brisen, warme Gewässer und einen fantastischen Renntag am Miami International Autodrome. Okay, wir sind Max Verstappen. Okay, das Renngewinn ist das Ziel. Autoeinstellungs-Setup habe ich für Miami leider gar nicht. Aber ich meine mich zu erinnern zu können, dass ich immer mit einem 10-11er Flügel gefahren bin. Und hier habe ich gar keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja sogar eins für Miami. Okay, nee, habe ich nicht. Dann würde ich aber die Hinterreifen auf jeden Fall, was die Tire Pressure angeht, ein bisschen höher machen. Für den Top Speed auf der Gerade. Und was die anderen Einstellungen, also zwischen Aero und Reifen, habe ich keine Ahnung, was das bewirkt, außer jetzt bei Bremsen. Aber bei 50 blockieren mir die Hinterreifen zu sehr. Deshalb erstmal 52. Ja. So machen wir es als erstes. Mal sehen, wie weit im Event wir drin sind. Okay, vielen Dank. Okay, Verstappen hat seinen ERS schon ziemlich runtergepusht, aber... Oh, wir haben kalte Reifen, okay. Okay, ich hätte mir vielleicht erstmal angucken sollen, was für Reifen wir haben. Probieren wir erstmal generell durchzukommen mit den Reifen. Erstmal gucken, kein Lockup, dann früh in den vierten. Okay, wir sollen offensichtlich an die Box für softe Reifen. Dann machen wir das mal, Team. Perfekt eingebogen. Die Startzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Hinter Perez, vor Ocon und Albon wäre schön. Vor Con Albon und dem Haas, der da ist. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. I guess die sind jetzt sehr kalt, ja. Aber ansonsten sollten wir jetzt eigentlich sehr viel schneller sein, hoffentlich. Okay, der hinter uns kommt schon mal sehr stark ran. Ein Vorteil hat's, wir haben wieder RS. Wir fahren sachte Schlangenlinien. Okay, es ist alles
im richtigen Tempo ran, weil jetzt mal pushen hier. Okay, wir haben direkt einen Vorsprung auf Ocon rausgefahren wieder. Ich weiß nicht, wie viel es nach dem Boxenstopp direkt war. Aber wir machen gut auf Ocon. Also wir fahren Zeit raus. Bisschen ERS gepusht. Okay, schnellster letzter Sektor. Dann müssen wir uns ranhalten, dass wir Perez noch kriegen. Aber mit Musik wird das, glaube ich, heute nichts. Nicht auf 90er KI. Weil meine Pace ist so, dass ich gerade so die 90er KI matche. Und jetzt sind wir gerade so in P8. Sodass wir gerade vor Ocon sind. Sorry für den kleinen. Hast du kurz nicht, ich habe viel zu früh gebremst. Okay, entweder bilde ich es mir ein oder wir holen auf. Schnellster Mittelsektor. Wir haben jetzt diese Runde wirklich ERS richtig down gepusht. Okay, kein Grip am Exit, das tut mir jetzt leid. Wir hätten locker mehr als 29 fahren können. Der erste Sektor ist einfach nicht mein Gebiet. Ich weiß einfach nicht, wie ich den gut durchfahre. Die Kurve hier finde ich sowieso sehr komisch zum Fahren. Sie ist sehr anspruchsvoll, aber ich kenne die Linie in der Kurve noch nicht so gut. Also ich weiß nicht, wann ich bremsen muss, wie ich lenken muss, um guten Exit zu haben. Oh, Perez catcht sich Alonso da vorne. Okay, wir haben gerade zwei, die wahrscheinlich an Rad gefahren. Perez hat sich auch schon Bottas geschnappt. Also Perez auf der Flucht. Mal sehen, ob wir da wieder so gut sind. Der Mittelsektor scheint echt unser Sektor zu sein. Dafür scheint der erste Sektor hier so ziemlich gegen uns zu sein. Sehr weit rausgekommen. Aber wir waren trotzdem schneller als die beiden vor uns. Es gibt ja auch sehr viele, die sich darüber beklagen, dass die KI einfach zu stark ist, die ihren KI-Schwierigkeitsgrad von über 100 runterstellen mussten auf 70 oder so. Aber ich arbeite mich langsam immer weiter hoch, was meinen KI-Schwierigkeitsgrad angeht. Oh, ich habe nicht hingeguckt, wann ich bremsen muss. Ich habe mir gesagt, für den ersten Try jetzt erlaube ich mir 2 Flashbacks. Für den zweiten eine und für den dritten und ab dem dritten dann keine mehr. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob ihr Lust habt auf weitere Tries von Miami. Das ist halt mein Problem, wenn ich hinten dran bin, will ich zu viel.
Ich fahre jetzt einfach mal die ganz normale Linie. Okay, jetzt kurz ERS gepusht. Ein late breaking move. Jetzt gucke ich, ich mache kein Flashback, ich guck mir nur an, ob das fair war. Also wir kommen halt erst an Bottas vorbei. Ja, starke Kameraarbeit auf jeden Fall. Gucken wir uns das mal aus Alonsos Perspektive an. Ja, okay, wir war fair. Ich meine, wir bremsen halt, wo wir bremsen. Ist ja logisch, aber I guess wir werden sehr viel bessere Pace haben als Alonso. Und wenn nicht, wäre das schlecht, weil Perez, selbst auf den haben wir mit dem Überholmanöver. Die sind hier im ersten Sektor so unglaublich stark. Oh Gott. Ich muss auch schon auf die Strecke gucken und nicht nur auf die Abstände. Okay, wir sind jetzt unter 10%. ERS natürlich, meinte ich. Hier schön nah an der Wall fahren mache ich immer. Oh nein, wir hatten einen Lucy End. Jetzt haben wir Heckflügelschaden. Boah. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht einhalten konnte, aber wir hatten einen Lucy End. Aus der Kurve hier heraus. Aber im Grunde genommen brauchen wir ja gar nicht für euch leid tun, sondern eigentlich ist es ja nur dumm, dass ich das mache. Weil ich schade mir damit ja nur selber. Ich ziehe mir damit ja selber nur Punkte ab. Oh, Vettel mit einem Rahmen, schwarzen Tag. Bei dem läuft gerade gar nichts. Der wird einfach vom 6. überrundet. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,2. Boah, wird der auf einmal langsam. Hatten wir ernsthaft eine Kollision? Ich habe aber keinen Schaden, glaube ich. Ja, okay, aber der erste ist da doch nur sehr weit weg für 5 Runden eigentlich. Für 5 und ein bisschen. Also ich glaube, der erste ist zu weit weg. Okay, ich klaue mir gerade selber Punkte durch einfache Fehler. Also ich glaube, dass der erste zu weit weg ist. Aber der dritte, der Ferrari da vor dem Haas, der könnte noch unser Ziel sein.
hier schon wieder komplett Apex verpasst. Oh, wir sind aber nah dran. Wir haben das DRS auf Hamilton schon. Unser Teamkollege ist aber auch schnell. Okay, sehr gut, wir haben uns nicht gedreht. Wir sind Hamilton wahrhaftig im Getriebe. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Jacko, it's James. Alonso is faster than you. Alonso is faster than you. You break too early. Russell ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Ja, okay, Russell führt jetzt das Rennen an. Okay, doch nicht. Da ist gerade wieder ein Ferrari vorbeigezogen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. I guess wir haben ein bisschen zu viel Fuel dabei. Könnte man noch mit weniger Fuel beenden. Da ist auch schon unser Podium. Okay, also wenn man hier einmal in dieser gesamten Passage einmal kurz ein Loosey End hat, dann darf man gar nicht mehr aufs Gas oder was. Und da vorne betteln sie sich auch schon um Platz 1. Oder haben wir Science collected? War jetzt keine Masterclass. Ich denke mal, Checo pusht gerade mit ERS. Was die hier für Exits kriegen. Ja, es ist einfach nicht möglich, so schnell mitzugehen, wie die fahren. Ich probiere es, aber es geht nicht. Okay, wir lassen uns neben Perez rollen. Ich weiß, ich hätte ihm mehr Platz lassen können, er ist mein Teammate. Aber I know, Jeff, I know. Okay, Sainz ist der Nächste, davor dann Leclerc und davor dann Russell. Russell scheint aber auch eine verdammt gute Pace gerade zu haben, weil er ist einmal an Leclerc vorbei. Und zieht direkt in die Ferne, okay. Hier ist anscheinend auch nur Überholstelle. Wir müssen schnell an Leclerc vorbei. Ja, ich weiß, das war sehr optimistisch. Ich bin mittlerweile weit über dem Ziel von meinen 2 Rückblenden. Ja, okay, da bin ich neben ihm und er zieht einfach auf mich ein. Ja, ich war vor ihm. Sein Pech.
Ich habe die Kurve doch perfekt bekommen. Oh, zweimal Snap-Overs dir. Und trotzdem den besseren Exit als Russell bekommen. Okay, das Heck hat sich gerade sehr loosey angefühlt, deshalb konnte ich nicht voll aufs Gas. Boah, Russell und ich verlieren hier gerade verdammt viel Zeit. Dann hätten wir nämlich auch direkt die Chance, Russell aus dem DRS zu haben. Oh, das haben wir ja richtig locker geschafft. Okay, wir haben noch zwei Runden übrig. Das bedeutet, wenn ihr einen Second Try wollt, dann erhöhen wir da die KI-Stufe. Und wir schalten Rettungsmodus Rückblenden aus, dass wir gar nicht erst in die Versuchung kommen, Rückblenden zu machen. Ah, das alles natürlich nur, wenn ihr einen zweiten Try sehen wollt. Wir fahren das jetzt hier erstmal richtig entspannt nach Hause. Schön fehlerfrei. Also kleine Fehler passieren mir immer wieder, die muss ich mir noch abgewöhnen. Danke, Jeff. Aber jetzt keine Dreher oder so riskieren. Einfach richtig entspannt fahren. Ja, wir haben 36% abgenutzte Reifen im Schnitt, ungefähr. Einer auf 33, aber ja. Da haben wir entspannt unseren Sieg eingefahren. Das Ziel locker erreicht mit einem Vorsprung von ein paar Sekunden. Also lasst auf jeden Fall ein Like da. Bei 5 Likes würde ich sagen, kommt Part 2, wenn wir morgen, also wenn wir bis morgen 5 Likes erreicht haben, dann kommt Part 2. Also smasht ordentlich den Like-Button. Abonniert gerne, um Part 2 nicht zu verpassen, wenn er kommt. Äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Ja, danke. Ja. Aktiviert auch die Glocke, dann bekommt ihr nämlich wirklich die Benachrichtigung auch. Und ich würde sagen, wir gucken uns an, wie wir abgeschnitten haben. Wir hatten 3,8 Sekunden Vorsprung. Unsere schnellste Runde war fast 2 Sekunden schneller als die schnellste Runde vom Rest. Ja, ich würde sagen, die KI-Stufe kann auf jeden Fall hochgedreht werden.
gucken wir mal weiter. 404.000 Punkte. Ja, der Rundenbonus. Die Gesamtpunktzahl. Dann Punkte für die beste Runde. Da kann man locker noch ein paar mehr erreichen. Für saubere Runden geht auch noch mehr. Für keine Rückblenden. Obviously. Schwierigkeitsgrad geht auch noch höher. Und Fallbonus wäre halt Ideallinie. Aber wenn ich die ausmache, dann ist Ende. Dann geht da gar nichts mehr. Dann gucken wir mal. Wir hätten 432.000 Punkte gebraucht, um in die Top 100 zu kommen. Sind wir denn vielleicht in den Top 1000 wegen 400.000 Punkten, oder reicht es nicht mal mehr dafür? So, wir sind 712. Das ist doch für den ersten Try gar nicht so schlecht. Vielleicht Top 5% oder Top 7%. Top 7, das ist okay. Aber das geht definitiv noch besser. Wenn ihr den nächsten Part sehen wollt, wären das unsere Einstellungen. Ja, das wären dann unsere Einstellungen. Also nicht so viel verändert, aber das wär's. Es würde mich freuen, wenn ihr auch Kommentare schreibt, wie ihr das findet mit dem Format. Ob ihr mehr davon sehen wollt. Und dann werden wir in Zukunft gucken, ob wir da auch von anderen Events noch was bringen können. Ich verabschiede mich dann für heute. Oder für jetzt. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bleibt auf jeden Fall schnell, verliert eure Pace nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Lord.